Servus Leute, heute in dem Video geht es darum, wie ihr Voice Chat in Among Us macht. Also wie ihr mit euren Freunden reden könnt während dem Spielen. Ganz einfach gesagt, es gibt keinen Voice Chat in Among Us. Deswegen werden sicher viele von euch kennen Discord. Müssen wir es darüber machen. Und ich werde euch in dem Video halt zeigen, wie ihr euren eigenen Discord erstellt, weil es ja in Among Us leider die Funktion gerade noch nicht gibt. Vielleicht gibt sie irgendwann, aber derzeit gerade noch nicht. Also geht ihr einfach mal auf discord.com. Das geht auch am Handy. Also da geht ihr entweder auch über die. Dann wird wahrscheinlich stehen, dass ihr die App runterladen müsst. Aber es sieht relativ ähnlich aus. Einfach auf Anmelden klicken. Wenn ihr noch keinen Account habt, dann einfach registrieren. Müsst ihr dann die E-Mail eingeben. Ich mache das mal schnell. So, einfach ein Geburtsdatum nehmen. Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen wie immer. Könnt ihr, ja, wie auch immer, Browser. Ja, okay, fuck. So, einfach irgendein Geburtsdatum wählen, dann ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen, wie immer, weiter. So, jetzt lädt das kurz. So, jetzt kommen wir hier direkt zu, erstelle deinen ersten Discord-Server. Auf Discord kann man nämlich im Vergleich zu TS oder so einfach gratis seinen eigenen Discord erstellen. Da würde ich einfach mal sagen, ja, ihr könnt hier auch mit einer Vorlage starten. Wie auch immer, ich mache jetzt mal Create My Own. Könnt ihr euch selber ein bisschen spielen. Hier einfach dann den Namen also auswählen. Dann könnt ihr hier sogar noch ein Profilbild davon machen. Also dafür einstellen. Dann einfach erstellen klicken. Thema ist jetzt eigentlich relativ egal. Vielleicht Among Us. Einfach hineinschreiben. Fertig. So, und jetzt seid ihr hier schon in dem Overlay. Da könnt ihr ganz, ganz viele Sachen machen. Hier könnt ihr neue Sprachkanäle hinzufügen, Textkanäle. Aber relativ wichtig ist eigentlich, weil ihr habt ja schon einen Sprachkanal. Eigentlich braucht ihr nicht viel mehr. Ja, das ist relativ egal jetzt gerade bei mir. Nur relativ wichtig ist halt, dass ihr. Hier oben seht ihr schon Leute einladen. Könnt ihr einfach hier draufklicken und dann bekommt ihr einen Link. Der ist ganz wichtig. Den müsst ihr dann euren Freunden schicken, entweder wenn ihr es am Handy macht, weiß nicht, über WhatsApp oder so. Einfach auf Kopieren klicken. Könnt ihr auch auf Niemals ablaufen setzen, ist vielleicht ja, sinnvoller. Einfach kopieren und dann dem Freund schicken. Wenn er dann drauf klickt auf den Link, muss er sich nur noch selbst einen Discord-Account machen und dann könnt ihr schon gemeinsam reden. Und am Handy könnt ihr das ganz einfach dann im Hintergrund laufen lassen, während ihr Among Us spielt. Und so ist das eine ganz nette Lösung eigentlich, gratis und relativ schnell erledigt. Und so seid ihr gar nicht mehr darauf angewiesen, irgendwie einen Voice-Chat zu haben oder so. Weil es, ich, ja, so im Chat ist es besonders am Handy relativ nervig, sag ich mal. Und ist ein wesentlicher Teil des Spiels, dass man miteinander redet und kommuniziert. Ja, ich denke mal, das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt dazu, wie man Discord erstellt oder euren Account erstellt oder wie man da Sachen anpasst, einfach in die Kommentare damit. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.